Zum Glück haben wir zwei Nebennieren, sodass, wenn die Hormonproduktion bei der einen ausfällt, die andere die Produktion übernehmen kann. Die Nebenniere ist ein Organ, das sehr viele unterschiedliche Hormone produziert. Und die Erkrankungen, die wir am häufigsten operieren müssen, ist, wenn sich ein Tumor bildet, der zum Teil die unterschiedlichen Hormone in einem Übermaß produziert. Weil die Nebenniere weiterhin diese Hormone in gesteigertem Ausmaß produzieren wird und es gibt keine Tabletten oder andere Behandlungsmöglichkeiten. Nach der Operation übernimmt die andere Nebenniere, wir haben nämlich zwei Nebennieren, die Hormonproduktion. Und es ist meistens keine Hormonersatztherapie notwendig, keine Hormonsubstitution. Allerdings muss schon kontrolliert werden, dass die andere Nebenniere die hormonelle Produktion übernimmt.